Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück in der Via Cambra. Hier bei Tomb Raider Remastered. Mit mir, eurem Retro-Floppy. Ja, ich habe die Passage hier nochmal neu geladen, denn ich kam in der letzten Folge nicht weiter an dieser komischen Schwingtür. Und ich kam da nicht weiter und kam da nicht weiter. Dann habe ich mal im Internet geguckt und gesehen, dass diese Tür gar keine Schwingtür ist. Die sollte eigentlich offen bleiben. Ich hatte halt wirklich den übelsten Bug überhaupt. Ich hoffe, dass es jetzt geht und die Tür vielleicht mal offen bleibt. Wenn nicht, habe ich ein Problem. So wie jetzt zum Beispiel. Das war jetzt gerade wieder sehr, sehr gut von dir, Floppy. Du hast jetzt gerade alle beeindruckt mit deinem Talent. Wusch, wusch. Durch. Durch. Hebel. Fallen. Schwimmen. Da lang. Ah, Bärchen ist nicht gut drauf. So. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Hebel einfach drücken. Natürlich, jetzt funktioniert's. Lara, ach, Kamera. Zick nicht rum, Kamera. Wo ist der Bär? Ich würde gerne... Ach, Kamera. Wo ist der Bär? Ich sehe ihn nicht. Aber wir können schon mal... Laras Gebiss bewundern und ihr Make-up von innen. Ich höre den Bären aber. Okay, da war er. Wo ist er? Wo ist er? Da. Bärchen? Knuddelbärchen! Na komm her! Ich hab doch etwas Blei für dich! Bärchen? Dann halt nicht! Dann schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Hier ist nix. Den Hebel, den fasse ich nicht nochmal an. Da habe ich jetzt daraus gelernt. Mal gucken, ob Bärchen jetzt nochmal wiederkommt. Oder ob Bärchen genug Blei hatte. Ist da unten noch irgendwas Interessantes? Nö, also da hoch. Ich schaue mich aber hier nochmal um. Dann kann ich die Fallen deaktivieren. Ah, Bärchen hat's. Okay, ich habe Bärchen doch besiegt. Bezwungen. So, dann mache ich hier noch schnell die Fallen aus. Okay. Gut, da hat das ja jetzt geklappt. Hier ist nix.
Gab's hier nicht irgendwo noch ein... Irgendein Secret gab's noch. Ah, da. Ah, Kamera. Hallo. Da komme ich wieder raus. So. Dann hüpfen wir mal wieder ins Wasser. Hüpf! Oder nicht? Dann benutzen wir hier den goldenen Götzen und dann sollte die Tür aufgehen. Dann war das echt ein Bug. Gefundene Geheimnisse 2 von 3, Fundstücke 10 von 13. Na, nicht so ideal, aber ich hab's jetzt wenigstens mal geschafft. Ich speichere mal. Ach nee, speichern. Da. So, und weiter. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Was gibt's hier? Schlafende Wölfe. Mhm. Ich glaube, ich springe erstmal da auf die andere Seite. Und schaue mich da ein bisschen... Ach, die Kamera gerade. Lara. Oh, Mädel. Nicht cool, Frau Croft. Okay, was gibt's hier? Kann ich da hoch? Nee. Aber irgendwas Interessantes muss hier doch sein. Ah, da kann ich doch hin. Dann springe ich da doch mal hin. Upp. Lara, oh, die Kamera gerade. Upp. Oh Mann. Okay, okay. Ah. Oh, und da sind direkt die Wölfe. Ich schwimme mal da hinten hin auf diese Plattform. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Von da kann ich sicher ballern. Wieder gehst... Lara, jetzt... Ah, hier ist eine Strömung. Das macht sie nicht. Das ist ja doof. Ist hier unten irgendwas Interessantes? Nee. Ich dachte, das wäre eventuell eine gute Idee gewesen. Aber scheinbar nicht. Du hättest auch zielen können, Lara. Ach komm, ich lade nochmal neu. Ich probiere nochmal da drüben diese Passage. Das wurmt mich jetzt. Ich hätte es fast geschafft. Nur weil die Kamera nicht wollte. Oh, Kamera? Du machst mich gerade nicht glücklich, Kamera. Okay. Okay. Jetzt bin ich hier. Gut.
Ich speichere nochmal. Und dann geht's da rüber. Ups. Okay. Und dann da rüber. Oh, Kamera. Ich sehe. Ja, ne? Geil ist das. Ey, das ist doch scheiße, ist das! Was ist das für ein Geräusch? Wupp! Okay. Wupp! Aha. Natürlich. Okay, jetzt bin ich hier. Ich will aber... Ich würde gern darüber, Lara. Wenn du mir den Gefallen tust, wäre es geil. Ja. Okay. Dann speichere ich nochmal. Vielleicht macht sie ja das, was sie soll. Nein, ich habe Laden gedrückt. Ich habe Laden gedrückt. Okay. Jetzt speichere ich nochmal. Fräuleinsche Croft, mach mal, was du machen sollst. Also. Ja. Gut, Lara, gut. Okay. Ah, da fehlt ein Zahnrad. Okay, da fehlt ein Zahnrad. Nee, da fehlen mehrere Zahnräder. 3 Stück. Gibt's hier irgendein... Da solltest du doch nicht hinrennen! Ach, Lara. Ey, echt jetzt. Echt jetzt, Lara. Hier irgendein Secret? Da ist nix. Da ist auch nix. Kamera hakt wieder wunderbar. Ah, da ist was. Habt ihr es gesehen? Da hüpfen wir mal hin. Ah, Lara. Ja, toll. Aber da lag was.
Und das will ich. Das sah aus wie eine Waffe oder so. Und ich brauche eine bessere Waffe, denn ich weiß noch aus Tomb Raider Anniversary. Da kommt noch was Böses. Okay. Upp. Okay. Ich muss auf die andere Seite springen. Und da ist die Pumpgun. Oh, ist das gut. Dann speichere ich nochmal. Okay, gibt's hier sonst irgendwas? Wie sieht das hier eigentlich im Original aus? Mhm. Schick, schick, schick. Oh, die Kamera, die ist gerade echt nicht so mein Freund. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, nicht darunter fallen. Kannst du da wieder hoch? Ja. Okay. Hier kannst du gerade nichts machen. Das bringt dir nichts. Da fehlen 3 Zahnräder. Was ist da hinten? Komme ich von da? Ist denn dort die Zahnräder? Ah, oh, die Kamera gerade. Ich will doch nur dahin springen. Ja. Oh, nein! Nicht da! Ach! Wobei doch, das müsste. Das müsste die Passage mit den Zahnrädern sein. Yippie, jetzt bin ich wieder bei den Wölfen. Ist hier noch einer? Nee, das scheint's gewesen zu sein. Aber ich schaue mich hier erstmal nochmal um. Was ist denn hier so? Aha, da geht's hoch. Ach, von hier kam ich. Okay, okay. Da muss ich da hinten durch. Okay, da ist direkt ein Wolf. Bringt mir nichts. Hm.
Von da kam ich und da geht's weiter. Ah, da komme ich ja nicht hoch. Von da kam ich. Da geht's auch nicht mehr weiter, da komme ich auch gar nicht mehr wieder hoch. Also muss es hier irgendwo weitergehen. Irgendwas übersehe ich gerade. Nee, da komme ich nicht hoch. Was bringt mir dann diese Kammer hier? Ah, ich kann da hoch. Da liegt doch irgendwas, oder? Irgendwas ist da. Ein Medkit. Das ist ganz nice. Ich brauche aber eigentlich ein Zahnrad. Vorsichtig, Lara. Ich habe gesagt, vorsichtig. Oh, Miss Frau Croft. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gerade echt nicht. Ich habe ein Bauchgefühl, was gerade kommt. No. No. Okay, ich. Aber ich lade noch mal. Und dann nehme ich mal ein kleines Medkit. Wobei, nee, Lebensenergie passt. Aber die Schrotflinte bräuchte ich, glaube ich. Wobei, nee, ich nehme erstmal nochmal die. No. Ah, okay. Ah, auf der 2 habe ich die Schrotflinte, okay. Oh. Ja, ich glaube, gleich kommt der T-Rex. Da was? Ja, ja. Oh Gott. Ah. Hoch da, Lara. Hoch. Echt? Ich hab die jetzt beim ersten Mal gepackt? Wie habe ich denn das jetzt angestellt? Ha, bin ich hart oder bin ich hart? Ich bin der Hammer! Ich habe jetzt Leute gesehen, die in dem Spiel um Welten besser sind, die das nicht beim ersten Mal gepackt haben. Aber Leute, ihr hättet da echt mal ein besseres Charaktermodell nehmen können. Ich meine, es ist ja schön, dass jetzt Lara modern aussieht, aber
das ist echt halt noch ein bisschen verbesserungsfähig. Ich hab den T-Rex besiegt. Ich hab den T-Rex besiegt. Ich bin stark. Ich bin geil. Ich bin der Beste. Ich hab den T-Rex besiegt. Und ich nehme mal ein Medkit, weil ich weiß nicht, was jetzt noch kommt gleich. Ah, und da geht's Lara auch schon besser. Und dann speichere ich mal. Okay, das sind noch normale Raptoren. Okay. Liegt hier irgendwas Interessantes? Erstmal hier umschauen, nicht, dass ich jetzt hier was Wichtiges übersehe. Sowas wie ein Zahnrad oder so. Hier ist ein Stück Treppe. Okay, da geht's. Ah, nee, da komme ich jetzt gerade nicht hoch. Dann schaue ich mich hier mal ein bisschen weiter um. Tja. Lara Croft. Die Forscherin. Die Archäologin. Die Wissenschaftlerin. Voller Erstaunen tritt sie dem T-Rex gegenüber. Einer Kreatur, die seit Äonen von Jahren ausgestorben ist. Geistesgegenwärtig greift sie zu ihrer Pumpgun und macht, dass das auch so bleibt. Hey, du bist doch ausgestorben! Nee, bin ich nicht! Ha, jetzt doch! Okay, was ist das hier für ein interessantes Gebäude? Aber nee, ich gehe erstmal dahin. Ich sehe da was in der Wand, da will ich rein. Da will ich gucken, was da ist. Nee, ich glaube, da gehe ich noch nicht rein. Ich gehe erstmal doch da in diesen Tempel. Diese Tempelruine, besser gesagt. Ja, grafisch haben sie hier wirklich den Stil des Originals echt gut beibehalten. Okay, was bringt das hier? Muss ich da jetzt runter? Ich muss da wahrscheinlich runter, oder? Ich speichere mal und dann springe ich da mal rein und gucke, ob ich da irgendwie was finde. Ah, da geht's lang. Und auch... Nee, da geht's nicht wieder hoch. Oder doch? Nee, da geht's nicht lang. Komm, Lara. Dann hole ich mir erstmal wieder Luft. Und dann nochmal runter. Und dann gucken wir mal hier in der Ecke, ob da irgendwie... Nee... Dann muss es da lang gehen. Hier muss ich irgendwas übersehen. Komisch.
schaue mich hier in dem großen Gelände nochmal um. Ob ich hier irgendwas übersehe. Hier irgendwas? Nee. Was ist da? Das sieht doch irgendwie interessant aus. Aber da komme ich nicht hoch. Da ist eine Brücke. Hier kann ich hoch. Hier kann ich rein. Was ist da? War ich da schon? Kann ich da hochspringen? Nee, nicht wirklich. Oh, da geht's auch noch weiter. Kamera, ich würde gern sehen, was da ist. Ich dachte, der wäre schon hin, vom Geräusch her. Der hatte diesen Schrei von sich gegeben, der mir eigentlich sagte, der ist hin. Liegt da oben was? Ein Zahnrad! Super. Okay, und mit diesem ersten Zahnrad beenden wir jetzt die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich da echt drüber freuen, denn wir winzigen, winzigen kleinen YouTuber, wir leben von euren Likes und Abos. Ja, so ein bisschen. Okay, tschüss.